Heute will ich euch zeigen, wie wir bei einem Ducato 230 die Stoßdämpfer vorne komplett wechseln. Wie wir die Stoßdämpfer zusammengebaut haben, das habe ich euch schon gezeigt. Heute ist mein Freund Alex da und an diesem Wohnmobil, da werden jetzt die Stoßdämpfer verbaut. Also bleibt dran. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Die Federbeine sind oben verschraubt und dazu muss das Unterteil vom Armaturenbrett weg. Und auf der Fahrerseite sieht es so aus. Hier habt ihr eine Innensechskantschraube. Hier unten sitzt eine Kreuzschlitzschraube und hier sitzt auch noch eine Kreuzschlitzschraube. Hier steht ein dicker Hund heute. Ich habe Helfer, einen dicken Hund. Auf der Beifahrerseite gucken wir uns das auch an, wie wir es loskriegen. Haben wir genauso hier die Innensechskantschraube, die muss gelöst werden. Dann müssen wir hier das Handschuhfach öffnen. Hier ist eine Kreuzschlitzschraube, dort ist eine Kreuzschlitzschraube. Und unten müssen wir suchen, da haben wir hier die Kreuzschlitzschraube, die müssen wir lösen. Und das ist Oskar, unser Helfer heute. So sieht das jetzt aus, wenn wir die untere Armaturenbrettverkleidung abgebaut haben. Hier hinter sind die Verschraubungen, die oberen drei Verschraubungen. Dazu nehmen wir jetzt diese Schraube auch noch los und dann nehmen wir hier diese Abdeckung ab. Jetzt ist die Verkleidung ab. Hier seht ihr viel Kabellage, verschiedene Relais für den Tempomat und so weiter. Hier seht ihr jetzt die Aufnahmen. Hier finden wir noch ein paar Kleinteile. Hier ist die Halterung von dem Dämpferbein drin. Diese Schrauben müssen wir nachher lösen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr die Kabellage nicht bei beschädigt. Drei Schrauben. Hier hinten ist eine. Hier, hier. So, jetzt nehmen wir das Rad runter. Heute schraube ich nicht allein, heute habe ich den Alex hier, meinen Freund, und an dessen Wohnmobil machen wir das auch. Und so muss er jetzt auch schrauben. Fahrzeug gut aufbocken und wie immer Handbremse anziehen und gut sichern, ganz wichtig. Jetzt sehen wir schon, wo wir ran müssen. Hier haben wir den Dämpfer drin, das Federbein. Und die Hauptarbeit ist es, diese vier Schrauben hier zu lösen. Und die sprüht man am besten vorher gut ein, damit man die lösen kann. Und das machen wir jetzt. Und dann gehen wir da mit ordentlich Gewalt ran. Als erstes machen wir hier die Schrauben sauber. Und danach geht es mit Kriechöl dran. Schön die Schraubenköpfe rundherum sauber, dann geht das Kriechöl da wesentlich besser rein. Jetzt wird Kriechöl einsprühen, alle Teile gut, ein bisschen einwirken lassen. Jetzt haben wir das Lenkrad komplett nach links eingeschlagen und jetzt seht ihr hier die großen Schrauben. Das sind 24er Schlüsselweite. Ich habe mal da eine richtige Knarre mir geholt. Wie ihr seht, das ist schon was Richtiges und zack, wie ihr seht, richtiges Werkzeug, dann wuppt das auch. Die schrauben wir jetzt einmal komplett raus. So, damit haben wir es geknackt. So wie man sieht, hier großen Knarrenkasten. Und dazu noch ein Rohr drauf. Und jetzt einmal mit Gewalt, knack. So, das war's. Damit haben wir es jetzt gelöst. Und jetzt machen wir mit der Knarre weiter. Wir haben hier mit dem Spanngurt den Achsschenkel gesichert. Unten drunter einen Wagenheber. Und den Spanngurt, der in den Querlenker reingeht. Damit uns das nicht nach vorne kommt. Weil dann würde uns die Antriebswelle womöglich rauskommen. Alex bemüht sich hier weiter um die letzte Schraube. Ja, jetzt gibt er noch mal Gas hier. Leider ist bei uns hier eine Standheizung im Weg. Das Abgasrohr, deswegen kommen wir mit dem Akkuschrauber nicht ran. Aber wie ihr seht, mühsam ändert sich das Eichhörnchen. So sieht es jetzt aus. Hier sitzen die Schrauben drin. Die haben wir rausgeschraubt. Und durch unsere Sicherung hier mit dem Gurt bleibt der Achsträger, wie er ist. Jetzt werden hier oben drin die drei Schrauben gelöst und dann sehen wir zu, dass wir das Federbein nach hinten rausbekommen.
Als nächstes schrauben wir hier die Schrauben von den Federbeinen ab. Schlüsselweite 16. Wir haben hier eine Schraube, da eine Schraube, da hinten. Da müsst ihr unheimlich aufpassen, dass ihr nicht die Kabellage beschädigt. So, wir versuchen das mal. Damit das Federbein jetzt nicht unkontrolliert rausfällt, habe ich einfach hier einen Schraubendreher reingesteckt durch das Bohrloch. Das kann man dann auch ganz gut alleine schrauben. Alex macht oben die Schrauben los. So, die Schrauben sind los. Ich habe es mit dem Schraubenzieher gesichert. Jetzt ziehen wir einfach den Schraubenzieher raus und dann das Federbein nach hinten schwenken und nach unten ein bisschen rausziehen. Da muss man aufpassen, dass uns die Feder nicht klemmt. So, wir gucken uns die Lage an. Genau so saß es drin. Das gucken wir uns genau an. Das, was nachher genau einbauen. Wie ihr gesehen habt, ruckzuck ging das raus. Das hängt etwas hier oben in dem Gummiteil. Hier seht ihr jetzt das alte Federbein, das wir ausgebaut haben. Daneben das neue. Ihr müsst unbedingt darauf achten, die Federbeine sind unterschiedlich. Links und rechts hier oben, das Domlager ist anders gebaut. Schön vergleichen, ob es wirklich die gleiche Größe hat. Wir haben es ja komplett neu aufgebaut. Hier habe ich noch einen kleinen Trick angewandt. Danke an einen Forumskollegen. Du wirst es erkennen. Hier habe ich eine Mutter genommen und ein Kettenglied draufgeschweißt. Und das kann ich hier oben drauf schrauben. Und jetzt können wir das Federbein reinsetzen und hier oben einfach mit dem Schraubenzieher durchgehen und so das Federbein schon mal sichern. Das ist ganz gut, wenn man alleine arbeitet. Das werden wir gleich ausprobieren. Hier sehen wir jetzt den Radkasten mit dem ausgebauten Federbein. Da oben muss es reingesetzt werden. Jetzt bauen wir das rückwärts rum wieder ein. Hierfür nimmt Alex jetzt das Federbein, richtet es ein wenig aus, schiebt es nach oben und setzt es unten ab. Und dann machen wir gleich weiter und da haben wir uns eine Hilfskonstruktion für genommen, damit es leichter geht. Zum Einfädeln haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wir haben hier eine Dachlatte unter den Dämpfer gesetzt und auf diese Strebe. Das kann man machen. Hier ist ja nur das Gewicht drauf, so dass man alles nicht per Hand drehen muss. Und damit dann das Gerät eingefädelt und ich habe von oben die Schraube reingedreht. Die erste Schraube ist drin und jetzt ist es nur eine Fleißaufgabe. Schrauben oben wieder rein. Hier werden sie jetzt oben einfach die Schrauben vorgeschraubt. Das machen wir mal. Ihr seht es. Die Hauptarbeit ist, das da reingefrummelt zu kriegen, das Teil. Jetzt oben die drei Schrauben, die ziehen wir dann gut fest. Drehmoment findet ihr im Handbuch. Das müsst ihr euch mal selber raussuchen. Hier haben wir jetzt eine Schraubzwinge genommen und mit dieser Schraubzwinge ziehen wir diese beiden Teile voneinander. Mit dem Schraubendreher gehen wir in die Bohrung rein, richten die Höhe aus, dann können wir die Schrauben reindrehen. So, mit dem Schraubendreher drücke ich jetzt etwas runter, dass die Bohrung passend ist. Und jetzt schrauben wir von hinten die erste Schraube rein. So, jetzt hat sie gepackt und damit ist der Drops gelutscht. Jetzt wird die erste Schraube angezogen und dann kommen die Schrauben rein, dann haben wir das wieder. Jetzt sehen wir hier diesen Gurt raus und dann verstellen wir das Lenkrad. Die Schrauben gut ölen, das macht einem das Leben leichter. Die obere Schraube einfädeln. So, jetzt schrauben wir die Schrauben fest. Dafür nehmen wir die große Knarre und richtig Kraft. Da kommt richtig Drehmoment drauf. Damit werden die Schrauben alle einmal angezogen jetzt. So, jetzt haben wir diese vier Schrauben reingeschraubt und die werden richtig gut mit Drehmoment angezogen. Damit sind wir hier fertig, das Federbein sitzt drin. Achtet darauf, hier zum Beispiel ist jetzt das Kabel von den Bremsklötzen abgezogen, das kontrollieren. Hier sind wir fertig, Federbein sitzt super drin. Hier im Innenraum sind wir fertig, hier kommt jetzt die Verkleidung wieder vor und dann haben wir es.
Wie ihr gesehen habt, ist das Federbein zu wechseln relativ einfach gemacht. Ausbau ist leicht. Beim Einbau müsst ihr eben darauf achten, dass das oben richtig einfädelt und unten wieder hinbekommt, die Schrauben gut anziehen. Und damit ist der Job erledigt. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Ihr schaut wieder rein. Bis dahin. Ciao, euer Werkstatt-Dino.